Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Klaus und ich zeige euch heute den sechsten Panzer aus unserer Bluebricks Pro-Serie. Und zwar ist es jener hier. Die anderen habt ihr in den letzten Wochen schon gesehen. Ich glaube, angefangen haben wir hier mit dem amerikanischen Sherman, wenn mich nicht alles täuscht. Auf das Video wird auch der Bartosz direkt nochmal verlinken, denn da habe ich so ein bisschen mehr erläutert zu dieser ganzen Serie, wie sich das verhält, zu den Steinen etc. etc. Einfach mal reinschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Den russischen hier habe ich euch auch schon gezeigt. Und dann haben wir hier so einen kleinen, ganz kleinen, ich glaube 38T oder so heißt er. Der ist auch in Wirklichkeit also deutlich kleiner als die anderen. Das passt. Wir reden hier insgesamt bei der Serie etwa um Maßstab 1:30. Stellen wir jetzt aber auch mal an die Seite. Der ist kürzlich erst online gegangen. Da haben nämlich hier die Drucke noch nicht ganz gepasst. Genauso wie bei dem russischen. Da haben sie versucht, ein bisschen was zu sparen und das wegzulassen. Mussten wir dann entsprechend nachrüsten, nachpacken. Ist inzwischen aber gemacht. Ist jetzt sind verfügbar. Hier haben wir den berühmten Tiger. Und hier haben wir den ich euch jetzt heute vorstelle, ist seit 3-4 Tagen im Online-Shop und das ist ein VK4501. Alles klar? VK4501. Er ist in einer anderen Bezeichnung deutlich bekannter. Und zwar Porsche Prototyp. Oder auch Porsche Tiger, Tiger Porsche. So, und was hat's damit jetzt auf sich? Also bevor der Tiger, wie er dann letztlich war, in Serie gegangen ist, wurden Prototypen in Auftrag gegeben. Und zwar bei Henschel, so habe ich mich belesen, 60 Stück und bei Porsche 90 Stück. Und das hier ist der Porsche, der in Auftrag gegeben wurde. Übrigens ganz interessant, ich recherchiere dann vorher schon mal so ein bisschen bei Wikipedia im Wesentlichen, was das nun mit diesen Sachen alles so auf sich hat. Und ich sag mal so, von der Technik, die da drin ist, ist es durchaus interessant und faszinierend. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, das ist ein Hybridpanzer. Der hat zwei Zehnzylinder, ich glaube Dieselmotoren, da will ich mich jetzt aber gar nicht mehr festlegen, auf jeden Fall ganz normale Motoren, 10 Zylinder mit je 320 PS. Und die haben den Panzer aber nicht direkt angetrieben, sondern die haben Stromgenerator angetrieben und mit dem wurden dann wiederum die Elektromotoren angetrieben und somit dann die Räder und der ganze Panzer, damit er auch fahren kann. Finde ich ganz interessant. Hätte ich nie mit gerechnet, dass die also damals sowas schon gebaut und gemacht und ausprobiert haben. Gab es ja noch gar keine Greta oder so. Aber ne, wird Gründe gehabt haben. Welche wisst ihr wahrscheinlich wieder viel besser als ich. Dass jedenfalls der Prototyp Porsche oder Tiger Porsche zum Modell. So sieht die Packung aus. Und ihr wisst, die Bluebricks Pro, im Gegensatz zu den Bluebricks Specials, Bluebricks Pro mit gedruckter Anleitung. Ich habe die jetzt zwar nicht da, aber fliegt noch irgendwo die rum vom Tiger. Ja, also Anleitung, so wie ihr das von vielen anderen Sets auch kennt. Normale gedruckte Anleitung halt. So, und man kann den aufmachen. Die Ketten übrigens drehen sich auch natürlich hier auf unserem Tisch wieder nur bedingt. Oberfläche einfach zu glatt. Kennt ihr das Thema? Ja? So, Turm logisch dreht sich. Hier kann man noch ein kleines Kläppchen aufmachen. Nee, was rede ich? Wobei ich meine, doch, man kann es aufmachen. Ich bin da ziemlich sicher. Doch, man kann auch. Ich habe natürlich hier mit meinen uneleganten Fingern wieder falsch dran gebappt. Ja, kann man Figürchen reinsetzen. Passt. So.
Und wie wir das üblicherweise so tun, wir demontieren den jetzt natürlich auch, damit ihr seht, was da eventuell noch alles unten drin steckt. Dass ich den zusammengebaut habe, ist schon ein bisschen länger her. Das war nämlich unser Prototyp, den wir gekriegt haben, den ich gebaut habe. So, oh ja, und da ist eine ganze Menge drin. Mal gucken, wie es gehört. So, und dann kann der Bartosch das auch mal einmal einfangen. So sieht das innen drin aus. Ja, da haben wir einen Fahrersitz oder Kommandantensitz oder so. Also auch intern nochmal gut bewaffnet. Und hier hinten, oh, ja klar, das muss natürlich sein. Ich demontiere das mal richtig. Da kann man also hineinschauen. Und hier hinten seht ihr die zwei Zehnzylinder. Oder haben die nur einen gemacht? Na, das sieht schon eher aus wie zwei, die da drin sind. Das passt also. Das ist gut. Kriege ich das jetzt auch wieder zusammen oder weiß ich ja nicht mehr, wie das geht? Da ist er wieder. Passt. Das hier natürlich auch bei dem Tiger-Prototyp oder Porsche-Tiger ein Print, den wir da haben. Insgesamt haben wir bei diesem Modell 906 Teile. Abmessen können wir auch mal gerade. In der Länge mit Rohr nach vorne 28 Zentimeter. Ich bin gerade am Recherchieren für die Serie, die wir mit Zengbao machen, von den Bundeswehrpanzern und so. Und da gibt es bei den Maßangaben für die Originalpanzer immer zwei Maße. Nämlich einmal mit dem Rohr nach vorne, so wie hier halt jetzt die 28 cm. Und dann gibt es auch immer noch mal eine Maßangabe, wie lange er also in dieser Position ist. Das sind in diesem Fall übrigens 24 cm. Wofür man das nun braucht, das weiß ich nicht. Vielleicht, wenn Sie die auf den Eisenbahnwaggon packen oder sowas, keine Ahnung. In der Breite sind wir bei 10 cm und in der Höhe haben wir, wenn die Klappe zu ist, haben wir 8,5 cm. Das ist also die Größe. Bauanspruch ist, also ist jetzt keine große Herausforderung. Die sind recht stabil gebaut, die Sachen. Das ist von der Anleitung gut dargestellt und so. Nicht irgendwie mega tricky Bautechniken, wie unsere Designer das bei den Bluebrick Specials ja immer so gerne tun, um euch herauszufordern. Also das ist hier deutlich angenehmer. Also ich würde das mal als entspanntes Bauen bezeichnen, was wir hier haben. Recht schön finde ich die Farbe, dieses dunkle, schon fast metallic Grau, denn dieses Hellgrau, haben wir hier irgendwas, hier zum Beispiel von Kobi. Kobi macht tolle Sachen, keine Frage, aber dieses Hellgrau für Wehrmacht, das ist, das stimmt nicht, also muss man ganz klar sagen. Und nicht nur eigentlich nicht, sondern es ist falsch, schlicht und einfach falsch, wird aber von den allermeisten so verwendet. Ja, und auch wir machen es insofern falsch. Auch wir haben ja bei unseren Bluebrick Specials die ganzen Wehrmachtsfahrzeuge in dem Light Bluish Gray, nennt es sich genau, gemacht, damit es zu den anderen passt. Ich finde aber das hier, also es ist definitiv authentischer. Ja? Und wer von euch da sich ein bisschen auskennt, der wird mir da zustimmen. Das entspricht der Originalfarbgebung wesentlich besser. Auch wenn natürlich es auch nicht unbedingt so gewesen ist, dass die nun alle und über die ganzen Jahre mit den gleichen Farben rumgefahren sind. Da gab es also je nach Einsatzgebiet und nach Jahreszahl. Und am Ende ging es wahrscheinlich noch darum, welche Farbe sie überhaupt noch hatten. Haben die auch durchaus anders und unterschiedlich ausgesehen. So, aber ich denke, für heute war es dann. Übrigens 23,95, das darf ich nicht vergessen. 23,95 ist das gute Stück. Da kann man nicht meckern, es sei denn, man möchte unbedingt. Und das war's für heute, würde ich sagen, aus dem Noppenstein-Studio von Bluebrick mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Euer Klaus. Bis demnächst. Tschüss.